Reisende, ich bin gerade hier in einem kleinen Örtchen, wo es so schön aussieht. So ein riesen Tempel, Anlage. Ja, ich versuche jetzt mal nach dem Navi hier rauszufinden, weil gestern haben mich zwei mitgenommen. Bei denen im Haus durfte ich übernachten. Hab mein Zelt aufgebaut, habe im Zelt geschlafen, wegen den Schnaken. Moskitos! Ja! Jetzt versuche ich mal den Weg hier rauszufinden. Und da sind die Mönche sind sehr, sehr fleißig. Heute ist Waschtag, wie es aussieht. Ja! Apropos, wie ich jetzt gerade mitbekommen habe, man hat mich gerade kontrolliert. Die Polizei hat meinen Pass abfotografiert, um Kontrolle zu machen. Ja, wir machen es jetzt einfach so. Ich habe zwei Tage, bis das Visa abläuft. Pro Tag zahlt man 10 Euro, wenn der Visa abgelaufen ist. Ich versuche mich jetzt zu beeilen. Hab 270 Kilometer vor mir und dann schauen wir mal, ob das was hilft oder nicht. So sein. Ja. Das Ganze sieht echt hier sowas. Ist doch schön, oder? Werkstatt. Das ist neben Paradise. Ja? Überall grün, überall gibt's was. Und überall diese schönen Blumen. Ja, das ist so Villa in Kambodscha. Ja, zu dem Coronavirus. Ja, auf jeden Fall habe ich anscheinend soll die Grenze zu Thailand heute auf sein und morgen wollen sie die schließen. So sei. Ja, aus dem Grund sollte ich mich jetzt beeilen und aufhören zu labern und zu reden und mal Tempo zulegen, falls keiner glaubt, dass ich zu Fuß unterwegs bin. Ja, hab gehört, Corona ist everywhere and the German people sit at home about the coronavirus quarantine and don't move to outside. I moved outside. Und der blaue Himmel, die Großvater Sonne, mächtig. Und Passi, hey! Schöne Grüße aus Kambodscha. Hier ist der Chili Hertha. Ja. Ja, ist heiß, ne? Normal. Was heißt heiß? Normal. Und heiß. Heiß ist es. Es ist normal, dass es heiß ist. Aber es ist nicht heiß. Es ist ein sich dran gewöhnen. I will stay in the fire, ladies and gentlemen. Stay in the sun. Es gab mal eine Zeit, da sind die Götter hier auf riesengroßen Bäumen, heiligen Bäumen, gelandet. Und dann sind sie abgestiegen. So, mit jedem Absteigen haben sie die Praktiken des Erdens praktiziert. Das Erden, wie funktioniert das Erden? Indem man fühlt, uno. Indem man was trinkt, duo. Indem man was isst, drei. Jetzt kommt's. Indem man, wie sagt man? Liebe macht. Oh. Ist mir fast nicht eingefallen. Ja, und gewisse andere Praktiken. Dann tut man sich erden. Dann kommt man, steigt man vom Baum herab, hab, 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 hab. So kamen die Götter hierher. Also ihr kommt alle hierher. Und jetzt geht es um hier rausgehen. Wie geht man hier raus? So wie man reingekommen ist. Das Ganze praktiziert man einfach ohne das Fühlen.
ohne das Essen, Trinken, Liebe machen und alle anderen Dinge. Bloß, dass man sich daran gewöhnt, an die Temperatur. Warum ich in meiner Achtsamkeitsmeditation extrem weniger atme wie alle anderen, ist der Grund, dass mein Körper, unser Körper, sobald wir aufhören, uns zu erden, okay, wenn wir uns aufgehört haben zu erden und in die verkehrte Richtung praktizieren, dann ist es so, dass wir sogar ohne Sauerstoff, ohne Lebensmittel können. Und ja, wir können sogar im Feuer stehen. Weil, warum? Wenn der Meteorit in die Erdatmosphäre eintritt, durch die Ozonschicht, verglüht er. Derselbe Prozess geht es nach außen. Wenn eine Rakete austritt, naja, wird es ziemlich warm an der Spitze. Und so ist es auch mit dem Austreten. Jetzt brauchen wir nur die großen Bäume dafür. Ja, da. Aus dem Grund. Ja, es ist nur ein sich dran gewöhnen. Meine Ladies and Gentlemen and Gods, Buddhas, Allahs, I love all. I love Mother Earth. So is die. Hello. Yes. Wenn die Götter hier in Kambodscha, die kleinen, großen Meisterinnen und Meister, keine Furcht haben vor Corona und die Türen geschlossen haben, sieht die Zukunft rosig aus. Warum? Weil alle großen, alle kleinen Götter, also ich meine jetzt kleine Kinder, so sei, alle kleinen Kinder, ist so, old child, geboren, als biggest master kommen wir zur Welt. Als große Meister kommen wir zur Welt und dann werden die Grenzen und falsche Knowledges aufgezwungen. Und dementsprechend, ja, werden wir schwach. Aus dem Grund, die Zukunft sieht rosig aus, weil alle großen Meister in Kambodscha, die kleinen großen Meister, haben keine Furcht vom Coronavirus. Und ich sag jetzt, an der Hauptstraße, see you.